Ja, herzlich willkommen hier zum Part 2 von Landwirtschaftssimulator 2013. Ja, unser Basti ist natürlich auch wieder dabei, hier online on stage auf dem Feld. Ja, bei uns hat es ein bisschen was getan. Wir haben einen besseren Mähdrescher, haben uns hier ein neues Feld gekauft und ja, sind fleißig am Ernten. Wie ihr seht, hallo Basti. Hello. Hallo Kate. Moin. Ja. Meine Freunde, wie ihr seht, hier haben wir ein bisschen was getan. Ja, wir haben hier einen Ballen. Chef, ich bin leer, ich bin voll. Du bist voll? Ja, du musst mich mal entleeren. Ich muss dich mal entleeren. Entsaft. Wo ist denn dein Rohr? So. So, mein Stängel ist bereit. Ja, wie ihr seht, hier, viel Spaß hier. Jetzt bin ich nicht genau drunter gefahren. Ach, nee. Ja, yeah. Hier ist was los. Ja, wie gesagt, wir haben eine Ballentechnik gekauft, haben uns ein paar Trecker gekauft, haben uns einen neuen Mähdrescher gekauft und ein Feld. Ja, das heißt, wir produzieren in Massen, oder? Ja, ein bisschen. Also wir machen noch keinen Plus, wäre ja schön. Aber nee, zumindest haben wir schon mal 17 Tonnen weggefragt. Wir machen nur 1 Million Minus. So. Ich zieh dich mal mit. So, damit werde ich jetzt mal wieder in die nächste Maschine hüpfen hier. Die zum Beispiel nicht in den Mähdrescher, sondern hier in die Ballenfahrzeug. Ja, wir wollen uns nämlich heute noch ein paar Kühe kaufen, dass wir das Zeug da runterfahren können. Um, was können wir damit machen? Ha? Futter. Futter, genau. Futter für die Mutter oder für die Kühe, genau. Oder für deine komische Katze da im Hintergrund. Ja, für die komische Katze, die heute auch ihr Let's Play rausgebracht hat. Das Grauen. Nein, ich bin nicht gemein. Ja, heute mal ein offenes Let's Play hier. Sogar meine Katze macht mit. Ja, Freunde, wir ernten hier das Feld noch ab und werden dann, wenn wir das Feld hier fertig haben, unsere Ballen dann zusammenbringen. Ja, dann werde ich mal für euch hier ein paar Kühe kaufen. Ob das heute noch in der Episode kommt, weiß ich nicht. Es kommt darauf an, ob wie lange wir es machen und schaffen. Aber wir fahren ja schon auf 100%. Ja, Basti, du könntest natürlich auch mal was sagen. Nö, ich bin still und leise. Ja. Ich bin eine Maus, ich will ja nicht gefressen werden. Ein leiser Bauer. Das haben wir gerne. Der ist fleißig. Das ist. Bin ja auch keine Bäuerin. Ich auch nicht. Ja, du hörst dich aber so an. Siehst du? Ja. Ich komme ja heute kaum zum Wort hier in meinem Let's Play. Ja, wie gesagt, werden das noch ein bisschen hier abarbeiten. Ja, bei mir kommt es schon wieder hinten raus, hast du recht. Könnte man ja mal voll draufhalten. Auf diesen schönen Ballen. Der noch ein bisschen braucht, aber er wird gleich blumsen. Ja, Sebastian fährt schon wieder hier den Mähdrescher. Wo nimmst du nicht den großen? Ach, der fährt. Fährt ja auch schon. Ja. Ich helfe dir ein bisschen, das Ding abzutragen. Ich denke mal, in der nächsten Bahn ist das Ding auch weg. Ja, theoretisch bräuchten wir sogar noch einen Mitspieler. Ja. Der sich bei uns bewerben kann. Kannst du deine Bäuerin nehmen? Die Bäuerin hat ja. Die hat so. Ach nee, die muss ich das erst kaufen. Dann könnte unsere Bäuerin das nicht mitmachen. Und unsere Bäuerin ist nun mal unser Kate. Ja, ob sie das Let's Playen wird, weiß ich nicht. Nein, sagt sie. Gut, das ist halt auch ein Männerspiel, ne? Ja, sie könnte ja trotzdem hier ein bisschen die Bäuerin spielen. Ja, könnt ihr ja schon mal die Milch reinnehmen. Von den nicht vorhandenen Kühen. So, wie gesagt, heute mal ein bisschen lockerer hier. Gestern haben wir unsere Felder hier zusammengestellt. Ja, haben wir gestern überhaupt geerntet? Ja, ne? Ja. Gestern haben wir sogar geerntet.
Und so zwei Felder haben wir. Ja, das Weile haben wir schon mal ein bisschen weiter gespielt. Ja, haben ein Feld weniger und dafür eins mehr? Wir hatten eigentlich erst ein großes gekauft, ist aber uns dann für die Größe erstmal zu groß geworden. Hat schon gut gereimt jetzt. Und haben uns dann hier für dieses 26 Quadratmeter großes Fußballfeld entschieden. Gleich kommt eine RAM-Aktion. Wenn der Fussel das aufzeichnet. Was kommt denn da? Die zwei Mähdrescher knallen jetzt voll gegeneinander. Echt? Ah! Aber du hast eine Reihe stehen lassen. Ich bin ja auch voll. Ich bin einfach weitergefahren. Ich glaube, der Große ist auch voll, oder? Nee, doch nicht. Der fährt noch weiter. Ich bin voll. Der macht doch die letzte Reihe weg. Entsafte mich. Ja. Ich glaube, der Große ist jetzt auch voll. Gut, dass wir das auch mal geklärt haben. Ja. Also ich kann nicht. Toll. Ja, warte. Da musst du dich leider selbst entsaften. Ich weiß es nicht. Ja, ich zieh ja schon mal ein Rohr raus. Ihr wisst schon, dass das ein Spiel unter 18 ist, oder? Ihr macht das gerade zu einem über 18 Spiel. Nein. Sag das nicht, ich habe ja auch schon Zombies rumlaufen sehen. Müsst ihr bloß die erste Folge angucken, da sind die ersten Zombies drauf in der Straße. Ja. So, da bleibt mal so stehen, ich mache jetzt bloß noch die Reihe hier fertig und dann... Ach, da kommt er schon mit sein. Gut. Tja, dann könnte man ja eigentlich mal sehen, was wir so geschafft haben. Ja, unten seht ihr 17.562 Kilo, 17 Tonnen, so 17,5 Tonnen haben wir geschafft. Ist gar nicht so schlecht fürs Erste. Und ja, das sammeln wir jetzt erstmal, bis wir das zum Güterbahnhof fahren. Nehme ich an. Ja. Und ja, wie gesagt, wir kaufen uns noch ein paar Kühe. Machen noch hier einen auf Bauer. Bauer sucht Frau. Ja. So, ich hab die mal entsaftet. Ja, Alan, dann kannst du das gleich wegfahren. Ja, der Große ist ja auch gleich fertig. Beziehungsweise, ich glaube, der ist fertig, ja. Der Ach, fährt du, dein, dein kleines Feld muss ja auch noch gemacht werden, ne? Aber das muss ja oben bloß umgekramt werden. Das hat er schon gemacht. Ah, hat er schon. Ja. Ist schon fertig. Ja, gut, dann holen wir nachher gleich noch die Beine ein hier und dann ist es gut. Mhm. Dann können wir ja wieder den Säher drüber fahren lassen und dann. Passt das. Erstmal die nächste. Ja, ob wir jetzt wieder hier Getreide anbauen, weiß ich nicht. Werden wir sehen. Kartoffeln. Kartoffeln wäre ja immer was, aber da brauche ich erstmal eine Kartoffelmaschine. Ja. Zum Kartoffeln ernten. Ne? Wie wir in Osten sagen. Kartoffel erbern. Die wir ja schon in der ersten Folge aus Versehen kaufen wollten, dank dir. Ja, das, wie man sieht, haben wir 552.000. Ja, Basti war mal noch schnell auf der Bank und hat seinen Privatlohn hier investiert. So, wir haben jetzt 30.000 Getreide, beziehungsweise. Ja, immerhin. Kannst du aus 3 Stunden ungefähr mal abgebaut. Das ist nicht schlecht, Herr Specht. Ja. So, jetzt stehen wieder die Teile hier. Im Weg. Im Weg. Jetzt muss ich erstmal hier Mähdrescher fahren. Ach, du fährst ihn schön. Ich wollte gerade einsteigen. Scham, scham, scham. So, fahre ich die erstmal hier zur Seite, dass ich ja weitermachen kann. Ich wollte gerade sagen, wollen wir Elefantenrennen machen? Ich glaube, ich bin schneller, ich bin leichter und kleiner. Ich fahre nur 21 km/h. Ach, wird die Maschine nicht angemacht. Mensch. So. Können wir aber nachher bei den Höhen, du. Ja. Ich werde eine Weile schon mal die Dinger kaufen hier. Was wir zumindest brauchen.
Wo war denn das jetzt? Wo war denn das jetzt? Wo ist denn hier das Ding jetzt? Ballen. Hier haben wir was. Hier haben wir was. Hier haben wir was. Gut. Wollen wir gleich richtig oder einen Anhänger nehmen? Anhänger. Anhänger. Dann nehmen wir einen Anhänger. So, kaufen. Ist gekauft. Wartet bloß zur Abholung. Reicht der rote? Ja, ne? Ja, ja. Gut. Dann stelle ich nur mal den Anhänger gleich weg und dann hole ich den ab. Genau. Wenn ich mich nicht wieder verfahre. So, wir wollten dann Kartoffeln ernten, ne? Ja. Dann, der kostet nämlich 479.000 und ich habe bloß noch 549. Okay, dann machen wir keine Kartoffeln. Außer wir nehmen kleinen. Aha. Also keine große Maschine, sondern einen kleinen. Aber wir können ja auch mit der Kartoffelernte noch warten. Ja, machen wir noch ein bisschen Weizen oder Gerste oder so. Wir können ja auch Zuckerrüben anbauen. Kostet aber genauso viel. Außer wir nehmen den Kleen. Aber den Erdler kann nicht unser Mähdrescher den Erdler nicht benutzen? Nee, ne? Nee, das geht nicht. Mhm. Naja. Also, warten wir noch? Ich würde sagen, wir warten noch ein, zwei Ernten und dann kaufen wir das. Das sehe ich also. So, dann werden wir hier mal noch die Ballen machen. Das war aber genug. Dann könntest du ja nachher den gleich den Hänger holen, oder wenn du das schon machst, ich weiß es nicht. Und den zumindest schon mal hier herfahren. Ich fliege. Hier steht noch was rum. Ja, das wird uns nachher wieder fehlen. Ups. Gut, dass mich keiner fahren sieht in dieser Folge. Das wäre. Ja. So. Ja, Lichttechnik haben wir hier auch wie vom Feinsten, wie in der Disco hier. Also im Dunkeln stehen wir nicht. Ne, haben wir ja gestern Abend gesehen. Ja. Haben Taschenlampen angemacht, ohne dass man das gesehen hat. Aber wir sind sowieso Arbeitsmaschinen, wir arbeiten schon 5 Tage durch, ohne zu schlafen. Ja, ist das denn richtige Bauern? So, das wäre auch bald geschafft hier. Hätten wir das auch fast. Ja, da hätten wir uns den großen Hänger eigentlich gar nicht kaufen müssen. Das war eine Investition, genau. Ja, wir können das andere ja verkaufen. Wir müssen sowieso unser. Ja. Großen Weißen verkaufen. Ja. Ah, das ist gut, den kannst du gleich mal da stehen lassen. Ich jumpe mal rüber zum großen Weißen, weil. Ja. Dick. Ja, den können wir auch verkaufen. Wir haben uns eigentlich hier mal einen LKW gemodet, aber den. Er war nicht so, wie wir uns gedacht haben. Sagen wir es mal so. Oh. Es lieb auszudrücken. Hat's der fährt die Katis wie Dennis. Wir zeigen auch keine Namen, wir sagen auch nicht, wer es war, weil es bleibt ein Geheimnis. Wir waren aber nicht zufrieden. So, wo muss ich dann langfahren? So, nebenbei grüße ich natürlich auch mal den Micha, der sich gestern auch mal gerne zugeschaltet hat und das auch gerne verfolgt schön. Ja, hab gar nicht gewusst, dass bei dir ein kleiner Bauer drinne steckt. Hab immer gedacht, du bist ein kleiner Gangster, aber dass du ein Bauer bist, ist mir neu. So, aber schön, dass du zuguckst, das freut uns. Ja, damit hätten wir das gleich geschafft hier. Beziehungsweise bei dir zu guckt. Ja. Bei mir geht das schlecht. Wie gesagt, wird heute auch
alles fertig gemacht und ich denke mal, ich weiß ja nicht, wann man es hochlädt. Das kann nur er beantworten. Sofern ich den Pfad mit dem großen weißen Wal überlebe. Der Baum hat schon mal nicht überlebt. Ja, wie gesagt, dann könnt ihr nämlich auch mal nebenbei in der anderen Sicht vom Basti mitgucken. Hoffentlich nicht. Der labert immer nur so. Gar nicht wahrnehmen. So. So, ich habe jetzt noch eine Reihe, dann bin ich hier durch. Dann werde ich mal diese Heulbeine zusammenholen. Alter. Diese LKW. Ja, wie gesagt, also wenn da Sachen hier keinen Namen. Weil das wäre unfair. Diese LKW fährt schlimmer als deine Bäuerin aus. Ich kann da nur dazu sagen, überarbeite dein Mut nochmal. Und danach ist er al dente. Hätte nie. Was? Diese LKW fährt so, wie deine Bauerin aussieht. Oh, das war böse. Das war böse. Das ging mitten ins Herz. Der war gut. So, ich bin jetzt hier fertig. Ich habe, glaube ich, noch einen Beilen. Nee, jetzt hängt mir so eine Wurst hinten raus. Ich kann sie nicht raushauen. Hoffentlich kann ich hier noch ein bisschen... Das kleine Feld ist noch was drauf. Das stimmt. Könnte man eigentlich das da noch hinschmeißen, dass wir das Bähnchen noch abgeschmissen haben. Ja, wir fahren zu schnell, ich weiß. Zeit ist Geld. Ich habe eine Idee. Oh. Damit die Leute wissen, wie ich das meine, könntest du ja das schöne Bild, den zeigen, was ich mal dir geschickt habe, worüber du dich so schön kaputt gelacht hast. Ach hier, das Monsterbild. Ja, aber nur wo sie eben, ja. Also man jetzt, er hat es heute mit dir. Man möchte es nicht weiter erwähnen. Sie war geschockt. Ja, ich ruckel gerade ein bisschen. Ich auch. Woran das liegt? So, jetzt ist er abgefallen. Gut. Woran das liegt, weiß nur die Bäuerin. Du hast verschissen, sagt sie. Boah, mach nix. Da ist sie nicht die Erste, die das sagt. So, ich fahre jetzt mal diesen Wagen wieder. Mr. Motbauer, hätte ich ein Flugzeug bestellt, hätte ich hier kein LKW gekauft. So, und damit werde ich mal genüsslich jetzt abhängen. Den habe ich gestern schön gegrüßt. Ali Jumbo? Ali Jumbo? Ja? Sorry, das war mir nicht bekannt. Dann grüße ich mal ganz, ganz lieb den Ali Jumbo, wenn ich das jetzt richtig ausgesprochen habe. Und warum rucke ich jetzt? Ich rucke auch. Ja. Ich glaube, das Spiel hat sich aufgehängt oder versucht es. Ich glaube, ich hänge. Ja, meine Lieben, da würde ich jetzt sagen, war das jetzt der Part 2 hier, bevor wir uns noch ganz aufhängen heute. Ja, sehen wir uns in Part 3 wieder, wenn es heißt, komm aufs Feld, wir baggern was um. Gut, bis morgen, ciao.